Hallöchen, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch mal ein Gerät vorstellen, was ich persönlich sau cool finde. Und zwar ist es das Titradio H8 in der Ham-Version. Und ich denke, wir gucken uns das Ganze mal an, nach dem Intro, wie immer. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin hier, das Wetter ist immer noch grausam, muss ich echt sagen. Also gerade zum Videodrehen ist das hier eigentlich gar nichts. Aber trotzdem, Titradio H8 Generation 2 finde ich saugeil. Es gab eine Generation 1, die war aber ja, eher schlecht als recht. Die war nicht FCC-konform. Die Software, die hier drauf war, hatte eher so ein bisschen Nightbild-Standard, würde ich es einfach mal so sagen. Und Titradio hat aber reagiert. Und zwar relativ schnell, und das ist ja eine positive Sache. Und hat hier die Generation 2 auf den Markt gebracht, haben mich angefragt, ob ich das mal testen kann. Ich habe das jetzt 3 Wochen getestet und ja, wir gehen mal Schritt für Schritt durch. Also, das Ding gibt es in 2 Varianten. Einmal als GMRS-Version. Das ist faktisch die Version für die USA, da kannst du noch GMRS-Lizenzen erwerben. Das nennt sich General Mobile Radio Service. Vielleicht mache ich dazu mal ein Video, mal gucken, denn schlecht finde ich das eigentlich nicht. In dieser Version sendet es nur mit 5 Watt. In dieser Ham-Version sendet das mit 10 Watt. Das funktioniert super. Allerdings kann ich das nicht für einen Jedermann-Funk nehmen. Da muss ich nämlich das Gerät einschalten. Ich muss es entsperren. Und bevor ich das einschalte, drücke ich die PTT-Taste. Hier unten auf den, halt, jetzt muss ich mal, unten auf die Raute-Taste gleichzeitig und dann schalte ich es ein. So, und dann kommt hier die Meldung, ob ich es anlocken will. Mache ich natürlich jetzt nicht, sonst geht meine Programmierung hier flöten. Dann könnt ihr natürlich auch die Jedermann-Funkfrequenzen dort nutzen. Es ist dann quasi frequenzerweitert. Ist allerdings nur ein reines FM-Gerät, es geht da drauf nicht. So, was aber cool ist, ist, dass hier Firmware-Updates draufgehen. Die haben mir das geschickt schon mit der aktuellen Firmware. Es ist aber auch kein Problem, das einfach zu aktualisieren. Die kann man sich ganz einfach runterladen. So, was mir an dem Ding ja besonders gut gefällt, ist die Haptik. Also ich habe relativ große Hände und mit solchen Mini-Geräten kann ich eigentlich nichts anfangen, weil ich dann einfach mit meinem Finger sonst bei den kleinen Geräten schon auf 2 Tasten gleichzeitig drücke. Das funktioniert also hier super. Es fühlt sich auch richtig gut an. Das ist so ein bisschen besserer Kunststoff. Das ist nicht so ein Billigzeug, wo du das Gefühl hast, wenn du kräftig drückst, zerdrückst du das, sondern das ist ein sauguter Kunststoff hier, gefällt mir sehr gut. Das ist halt alles auch diese Gummierung hier von den Knöpfen. Das passt alles, das ist alles okay. Es ist IP65. Das bedeutet also, es ist staubdicht und hält Strahlwasser aus. Und das ist ja ganz super hier. Das Wetter ist ähnlich das Beste, wenn da mal ein Regenguss kommt. Sollte das hier kein Problem sein, dass da auch mal ein paar Regentropfen drauf kommen, wird also passen. Gerade für die Leute, die Outdoor-Aktivitäten machen, sicherlich eine coole Sache. So, und dann habe ich euch mal noch ein Gerät mitgebracht, wo ich euch mal zeigen kann, warum ich manche Sachen cool finde und warum ich manche Sachen nicht cool finde. Bei dem Quanching hier zum Beispiel ist der USB-C-Anschluss zum Laden unter so einem Dings hier drunter versteckt. Und ich muss da auch die Klappe hier hoch machen, um das zu machen. Dann hält das natürlich nicht wieder richtig, wenn das hier eine halbe Stunde hochgebogen ist. Also Käse. Eine Nummer besser hat schon Baofeng gemacht. Die haben den USB-C-Anschluss hier unten dran gemacht an den Akku. Und das ist zum Beispiel cool, weil ich nämlich dann, auch wenn ich den Akku rausnehme, kann ich den laden und kann einen anderen Akku reinmachen. Das geht bei dem Quanching nämlich so nicht. Der Akku, den ich rausnehme, der ist dann trotzdem noch leer. Bei dem Titradio H8 ist das genau dasselbe. Der USB-C ist hier unten dran, direkt am Akku. Und das ist halt cool. Was bei den anderen allerdings noch fehlt, ist die Tatsache, dass der Gürtelclip nicht am Akku festgemacht ist, sondern am Gerät. Das heißt, ich brauche, wie zum Beispiel beim Baofeng, ist der Gürtelclip hier hinten am Akku festgemacht. Wenn ich den Akku rausnehme, was passiert dann? Ich habe keinen Gürtelclip mehr. Das heißt, ich bräuchte für einen zweiten Akku auch wieder einen zweiten Gürtelclip. Blöd. Hier ist der Gürtelclip am Gerät dran und der ist halt auch saustraff, gefällt mir super gut. Die Akkuverriegelung hier unten ist auch top, das hält. Da musst du wirklich den Bügel rummachen und kannst ihn dann erst rausnehmen. Und durch das Verschließen hier unten kann eigentlich auch nichts passieren, also es ist echt top. Handschlaufe habe ich mit dran gemacht, warum? Ja, wenn ich draußen unterwegs bin, hänge ich das auch ganz gerne mal irgendwo hin.
kann ich das an irgendeinen Ast ranhängen oder sonst irgendwo. Mach hier noch eine andere Antenne ran. Gucken wir uns dann danach an. Weil wir gerade bei dem Thema Antennen sind. Ich habe, original ist diese Antenne dabei. Also die ist grausam. Das ist mal ein negativer Punkt. Klar mal alles hinterher noch. Die ist auch wirklich grausam, die kannst du nicht nehmen. Und die Jungs von TIT-Radio haben mir gleich noch eine Antenne mitgeschickt. Und zwar ist das eine 771, eine TIT-Radio 771. Ich denke mal, das ist eine Nagoya-Antenne. Die heißt auch noch zufällig genauso. Also es würde mich wundern, wenn es nicht wäre. Allerdings findest du ja drauf natürlich nichts außer TIT-Radio NA771. Es wird schon eine sein. Ist aber cool, weil die ist natürlich um Längen besser. Die haben die mir gleich mitgeschickt. Die würde ich euch auch raten, mit dazu zu holen, weil die Originalantenne, die ist einfach nur Müll. Dazu kann man nichts weiter sagen. Dann habe ich das Ding mal durchgemessen. Ich blende euch mal die Werte ein. Das Ding sendet tatsächlich ernsthaft mit 10 Watt. Also 10,1 Watt war das höchste, was ich gemessen habe. Ich habe mal die Frequenz mit dahin geschrieben, habe das mal durchgemessen. Das ist jetzt, ich habe das nicht im Prüflabor gemacht. Ich habe ganz einfach so ein Gerät genommen, was einfach die Leistung misst. Wahrscheinlich sind da noch ein paar Messfehler dabei. Also macht das mal noch ein bisschen nach oben, nach unten, kann da schon noch ein bisschen was sein. Aber im Groben und Ganzen sollte das passen. Und ihr seht auch, dass die Werte für die einzelnen Bänder auch echt unterschiedlich sind. Ist halt so, aber das Ding sendet tatsächlich mit 10 Watt. Es gibt drei Leistungsstufen, auch das seht ihr ja bei der Einblendung. Diese drei Leistungsstufen ist Low, Middle, High, kennt ihr von anderen Geräten. Aber wir sehen halt auch, im 70 cm Band ist deutlich weniger als 10 Watt. Ja, also da sind wir schon deutlich unten drunter. Ein 2 Meter Band ist echt top, also super. So, dann kommen wir mal zum Display. Ich persönlich finde das Display gar nicht mal so schlecht. Das hat ein Farbdisplay. Und bei dem Farbdisplay ist es so, das schaltet sich irgendwann ab. Du kannst die Länge einstellen, wie schnell sich das abschalten soll. Du kannst es auch auf unendlich lassen, dann ist es immer an. Allerdings die Hintergrundbeleuchtung geht deswegen trotzdem aus. Das bedeutet, dass das dann natürlich nicht mehr ablesbar ist oder schlecht ablesbar ist. Das ist aber normal, das hat halt was mit dem Akkuverbrauch zu tun. Ich persönlich finde das Display an sich nicht schlecht. Und wenn du sendest, geht das Display auch wieder an. Das heißt, selbst wenn ich das neben mir liegen habe und würde senden mit dem Ding, würde das Ding wieder angehen, das Display, und bleibt nicht dunkel. Somit ist also alles okay, in welchen Kanal oder welche Frequenz ich eingestellt habe, das weiß ich ja. Ich blende euch das jetzt mal ein und dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Also, es wird die Ausgangsleistung angezeigt. Hier wäre es ganz cool gewesen, wenn die Ausgangsleistung, die habe ich ja sowieso, denn ich weiß ja, ob ich auf Low, Middle, High bin, zumal mir das ja unten drunter noch angezeigt wird. Da wäre vielleicht ein S-Meter sinnvoll gewesen. Und zwar nicht eins wie bei den China-Geräten, was entweder voll am Anschlag ist oder gar nichts anzeigt, sondern einfach mal eins, was auch so halbwegs funktioniert. Das wäre schon klasse gewesen. Ist leider nicht geworden. Die machen das halt hier oben mit so einer Power-Anzeige. So, dann wird mir die Bandbreite angezeigt, also wide or narrow. Das ist halt wie bei allen China-Geräten so. Also entweder 12,5 kHz oder die 25 kHz. Und was ich hier bei richtig cool finde, ist, dass mir die Frequenz angezeigt wird und der Name. Also so wie ich es einprogrammiert habe, wird mir das angezeigt. Und zwar unten habe ich die zwei Kanäle oder die zwei Bänder, die ich überwache, oder die zwei, was ich halt einprogrammiert habe. Und oben wird mir aber nochmal die Frequenz angezeigt. Und das ist sehr cool. Das muss ich mal ein bisschen ausmachen. Das vermisse ich bei anderen Geräten. Da wird ja entweder nur der Name angezeigt oder halt die Frequenz, wenn du das halt den Namen nicht reinprogrammierst. Hier finde ich es richtig cool, weil mir halt die Frequenz angezeigt wird. Ist ein super geiles Gimmick, finde ich mega. So, und dann hast du unten rechts noch, da steht ganz oft off. Hier. Aber dort wird angezeigt, wenn ich mit CDCSS oder DCS sende. Wenn ich das also einprogrammiert habe, dann... Ich muss das mal ja schon wieder leise machen, so. Dann wird mir das hier unten angezeigt und das ist eine sehr coole Sache.
gerade für diejenigen, die dieses DCCSS nutzen, CTCSS, Entschuldigung, CTCSS und DCS nutzen, ist das super, weil du natürlich einmal die Frequenz mit und CTCSS einprogrammieren kannst und einmal ohne. Und da finde ich schon cool, dass du weißt, wo du dann bist. Also das ist schon eine coole Sache. Also Display von mir gibt es auf alle Fälle. Ja. Von mir gibt es echt eine super Bewertung für das Display. Ich finde es klasse. Dann kommen wir mal zu einem leidigen Thema. Das Thema Oberwellen. Der Heinrich von Funkfieber hat das ja mal gemessen und hat festgestellt, dass die sich so um die 53 dB Unterdrückung, 60 bräuchten wir. Es ist zwar FCC-konform, aber der FCC interessiert uns immer in Europa nicht. 53 dB, so roundabout, wäre das wohl unterdrückt. Da fehlen jetzt noch 7 dB. 7 dB sind ja, 5 Milliwatt. Das sind 0,005 Watt. Ich bin mir sicher, dass das die Leute hinkriegen und dass die das bei Gelegenheit noch fixen werden. Aber es ist trotzdem nach der Messung vom Heinrich für Deutschland eigentlich nicht zugelassen. Also nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur. Programmieren kann ich das ganze Ding mit Chirp und das ist halt richtig cool. Ja, weil ich sowieso schon alles in Chirp habe, auch für die anderen Funkgeräte, lässt sich mit Chirp programmieren. Und der Heinrich hat in seinem Video ja festgestellt, dass es dann, wenn ich das mit Chirp programmiere, auf Chinesisch, die Menüsprache hier drin in dem Gerät, auf Chinesisch umspringt. Das ist mit der aktuellen Firmware, die ich drauf habe, passiert das nicht. Also ich gehe davon aus, dass es mit einer Firmware gefixt wurde, dass das eben dann nicht mehr passiert. Es gibt allerdings auch eigene Software von TIT-Radio, die findet ihr, ich blende euch das mal ein, wo ihr die findet. Dort kann man das auch nutzen, muss also kein Chirp benutzen. Allerdings muss man sich für die Software, wenn man die runterladen will, bzw. benutzen will, dann registrieren. Weiß ich nicht, wahrscheinlich Chirp die bessere Variante. Ich persönlich muss mich ja dort noch zusätzlich registrieren, wenn Chirp dasselbe macht wie die andere Software. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich euch das mal noch mit angeben. So, und programmieren lässt sich über Bluetooth. Das Ding hat nämlich hier eine Bluetooth-Taste. Und wenn ich hier die Bluetooth-Taste drücke, dann ist dort ein Bluetooth-Symbol im Display sichtbar. Und ich kann das ganze Ding mit dem Handy programmieren. Und wir gehen jetzt mal durch und gucken mal, was man da alles so machen kann. So, und nachdem wir jetzt die App geöffnet haben, die App heißt Oddmaster. Ich lasse euch das mal mitlaufen, damit ihr das seht. Ihr müsst jetzt nicht auf mich gucken, ich blende euch das mal ein. So, und dann können wir jetzt, wie ihr das seht, hier rüber haben wir jetzt hier unten das Programm und wir können das hier lesen. Und dann seht ihr hier, halt, Modell auswählen, TIT-Radio, H8. So, und jetzt seht ihr hier, wie das hier gelesen wird. Und auf dem Smartphone seht ihr das auch. Dauert ein paar Sekündchen. So, 90, 100. Fertig. Und jetzt seht ihr diese ganzen Kanäle, die ihr da einprogrammiert habt. Und jetzt ist das Coole, wenn ihr hier oben auf Channel klickt, auf die 1, dann werden euch alle angezeigt, die ihr programmiert habt, das sind grün und das, was rot ist, das ist noch frei. So, und dann könnt ihr auf irgendeinen drauf gehen und könnt euch das dann angucken, was weiß ich, keine Ahnung. Gehen wir mal hier auf die 6. Das ist Freenet. Ich habe da jetzt gar nichts weiter dran gemacht, das ist einfach nur mal fix auf die Schnelle einprogrammiert gewesen. Könnt ihr das alles machen. Und das könnt ihr natürlich auch alles abspeichern, wieder hochladen und dann könnt ihr von unterwegs aus eure Kanäle bearbeiten. Denkt auch bitte dran, Bluetooth frisst auch Akku. Ja, ja, und das ganze Ding gibt es natürlich auch für den PC, also diese App, diese Oddmaster, da gibt es auch eine Webseite, wenn man sich einmal registriert hat dort bei Oddmaster, dann kann man auch von zu Hause aus über die Webseite das machen. Die App lädt dann die Daten beim nächsten Mal öffnen und kann das natürlich dann über den Bluetooth dann ohne irgendwelche Kabel zu benutzen, einfach rüberspringen aufs Funkgerät. Coole Sache, ja, gucken wir uns aber dann im Positiv-Negativ-Vergleich nochmal an. So, und dann kommen wir mal zu dem Punkt Positiv-Negativ.
Was finde ich negativ an dem Gerät? Also, das, ein S-Meter wäre wünschenswert, definitiv. Also oben im Display, das Powermeter, weiß ich nicht so richtig, was das soll. S-Meter wäre hier cooler. Die Antenne muss verbessert werden, definitiv. Also die Originalantenne geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung, aber die ist, die hat wahrscheinlich, weiß nicht, ob die jemand durchgemessen hat, die ist einfach nur Müll. Besser ist da schon die Antenne hier. Es gab ein paar User, die Probleme hatten mit der Hitzeeinwirkung. Allerdings weiß ich jetzt nicht, welche Version das genau war, wenn die das Gerät so hatten und haben auf die PTT-Taste gedrückt. Haben also drauf gedrückt, dann haben die hinten mit der Hand, sind die an diese Kontakte rangekommen. Und da gab es wohl Probleme, dass das heiß wurde, also an der Hand heiß wurde. Titradio hat dann versucht, das Problem zu beheben, indem sie einen neuen Akku geschickt hatten, daran lag es nicht. Auch ein Firmware-Update hat nichts gebracht. Es hat nur ein neues Gerät was gebracht. Jetzt fängt es hier unglaublich an zu regnen. Gut, dass ich ein Funkgerät habe, was das ab kann. Ja, und die App, also ganz ehrlich, die App, die ist eine Katastrophe für uns, für, ich will nicht sagen verwöhnte Deutsche, für uns, die eigentlich den Umgang im Netz ganz anders kennen. Du musst dich registrieren, du musst den App-Tracking zulassen. Wenn du das App-Tracking nicht zulässt, dann funktioniert die App nicht. Ja, dann kannst du, dann schließt sie sich einfach wieder und du kannst mit der App überhaupt nichts anfangen. So. Von daher finde ich den, auch generell, der Nutzen der App erschließt sich mir nicht so richtig. Denn wie oft möchte ich denn eine Programmierung ändern unterwegs? Wenn ich irgendwo eine Frequenz habe, was weiß ich, keine Ahnung, ich finde irgendwo, oder ich weiß, da ist ein Relais, oh, das Scheiße, das hast du nicht drin, darüber möchtest du jetzt arbeiten. Dann kann ich auch die Frequenz so eingeben. Stell mal ein Offset ein. Bluetooth-Programmierung wüsste ich jetzt nicht, warum ich das jetzt bräuchte für unterwegs. Ich persönlich. Das ist meine persönliche Meinung. So. Aber jeder wie er möchte. Wenn das einen interessiert, ist das super. Das funktioniert auch. Alles klasse. Ja, und dann waren auch schon die negativen Sachen. Viel mehr großartig finde ich jetzt ja nichts negativ an dem Radio. An dem Radio ist auch schon, an dem Funkgerät. Jetzt schon, wenn du auf englischen Seiten unterwegs bist. Also, ich finde echt, es gibt nicht wirklich viele negative Sachen. Wie gesagt, S-Meter wäre cool, die Antenne muss dringend verbessert werden. Und ja, das Thema mit der App, wir hatten es gerade. So, positiv, was gibt es denn Positives zu sagen? Also erstmal, die Haptik gefällt mir richtig gut. Das passt genau in meine Hände, das ist echt top. Es ist auch nicht zu schwer. Es hat USB-C. Am Akku und nicht am Gerät, das ist schon mal positiv. Auch das, was wir schon vorneweg hatten mit diesem Gürtelclip, dass der am Gerät dran ist und nicht am Akku, finde ich auch super. Da hat sich jemand mal richtig Gedanken gemacht. Das Display finde ich, ich persönlich finde das sehr gut. Ja, also auch gerade die Lesbarkeit von CTCSS und sowas, dass das alles mit angezeigt wird, finde ich super. Wie gesagt, bis auf das S-Meter finde ich das Display echt klasse. So, die Schutzklasse, die IP65, die finde ich für dieses Gerät echt super. Warum? Ja, ihr seht es ja, ich bin draußen unterwegs. Und wie jetzt, so ein Wetter, juckt mich das gar nicht. Ich kann das auch draußen an den Rucksack ranmachen. Auch mit so einer Tasche, wir hatten das schon mal in so einem Video mit so einer Tasche. Und nebenbei bemerkt, ich bin ja immer so ein Freund, ich möchte immer noch so ein Handmikrofon haben. Warum? Ganz einfach deswegen, weil ich das Gerät dann irgendwo stecken lassen kann. Kann es irgendwo ranmachen, kann es irgendwas und habe das Handmikrofon, was ich viel cooler finde, weil ich das an jede Molle rankriege. Ich kriege das an den Gürtel ran, ich kann es in eine Tasche stecken, ich kann das auch am Rucksack ranmachen, lege mir das dann so rum, mache das hier an den Rucksack ran und habe sofort sprechbereit. Da kann das Funkgerät sonst wo vertauscht sein. Das finde ich echt klasse. Es ist als China-Gerät, muss ich echt sagen, verdammt gut. Das finde ich echt super. Insgesamt gefällt mir hier Preis-Leistung wirklich richtig, richtig gut. Das kostet nicht so furchtbar viel mehr Geld, als man das kennt von den China-Geräten. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich hier kriege, übersteigt natürlich diese Original-Feng-Geräte, da Quan-Sheng, Bao-Feng, um ein Vielfaches. Das muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Generell für Outdoor-Aktivitäten ist das Ding hier richtig gut geeignet. Schon alleine aufgrund der Schutzklasse und natürlich, weil das für jede Art
Wer geht von Sutta, Putta, Iota, wir hatten es letztens erst. Da tue ich euch nochmal oben den Bausatz verlinken, hier eine super Sutta-Antenne oben rein. Die passt ja auch drauf, weil das hat nämlich Antennenanschluss SMA weiblich, ihr braucht ja gar nichts anderes zu machen. Einfach Antenne so bestellen, dort oben ran machen und ihr habt ein super Sutta-Gerät. Also richtig klasse, gerade in Verbindung hiermit. So, ja gut. Was kostet das jetzt? Also, im Moment, die haben eine Weihnachtsaktion. Ich weiß nicht, wie lange die geht. Wahrscheinlich noch ein, zwei Tage über Weihnachten hinaus, keine Ahnung. Das Ding gibt es dort für 45 Euro um die Dreh rum. Ja, je nachdem. Ich blende euch mal einen Link ein. Und wenn ihr über den Link bestellt und den Code PREPPERFUNK15 verwendet, spart ihr nochmal 15% auf die gesamte Bestellung. Ich würde euch dazu raten, das mit dem Handmikrofon zu bestellen und dieser Antenne. Dann habt ihr das optimale Set für Outdoor. Muss ich echt sagen, super. Bitte benutzt auch den Link, das kostet euch nicht mehr, aber ihr helft natürlich mich dabei zu unterstützen, Kanal zu unterstützen und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Wie gesagt, Code PREPPERFUNK15 läuft. So, das Wetter wird jetzt immer schlimmer, es kommen immer mehr Besucher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, Kanal abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Den Daumen klicken und die Glocke. Ihr wisst Bescheid, Algorithmus. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Es kommen jetzt wieder ein paar mehr Videos, ihr werdet sehen. Bis dann, ciao.